Last-Minute-Urlaub extrem. Einfach in das nächste Flugzeug steigen und los geht's. An jedem größeren deutschen Flughafen kann man solche Angebote buchen. Wie das funktioniert, soll ich heute ausprobieren. Von Berlin aus fliege ich aber erstmal nach Frankfurt am Main. Denn dort habe ich besonders gute Chancen, schnell wegzukommen. Die Bankenmetropole hat den neuntgrößten Flughafen der Welt. Rund 700 Flüge starten hier täglich. Ich gehöre zwar zu den Menschen, die meistens sehr kurzfristig ihre Urlaube buchen. So spontan wie heute bin ich aber noch nie gereist. Denn ich werde einfach in den nächsten Flieger springen in eine europäische Stadt, die ich noch nicht kenne. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wo es mich heute hin verschlägt. Am Schalter von Deutschlands größten Last-Minute-Anbieter versuche ich mein Glück. Freie Plätze gibt es viele, die Städtereisen sind aber relativ teuer. Deutlich günstiger wäre es, wenn ich länger als 3 Tage bleiben könnte. Bei Last-Minute gilt, je flexibler der Urlauber, desto günstiger der Preis. Was sind denn das für Menschen, die hier normalerweise an den Counter kommen und eine Last-Minute-Reise bei Ihnen buchen? Die Struktur der Menschen ist verschieden. Es sind vom Studenten, vom jungen Menschen bis hin zum Professor alle Schichten dabei, die einfach ein bisschen Geld sparen wollen und trotzdem einen Stundenurlaub bekommen möchten. Nach rund 20 Minuten finden wir schließlich einen Flug nach Stockholm. Hin und zurück für rund 500 Euro. Ganz so schnell, wie ich dachte, komme ich aber doch nicht weg. 5 Stunden muss ich bis zum Abflug warten. Der erste halbe Urlaubstag ist damit schon vorbei. Dann geht es endlich los. 1,5 Stunden später bin ich schließlich in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Erst einmal orientieren und Geld wechseln. Schweden ist zwar in der Europäischen Union, hat die schwedische Krone als Währung aber behalten. Mit dem Bus fahre ich 30 Minuten ins Zentrum. Ich bin etwas unruhig. Schließlich habe ich noch nicht einmal ein Hotel. Hilfe suche ich bei Passanten. Haben Sie eine Empfehlung für ein gutes Hotel? Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Wo schlafen Sie denn? Bei meiner Freundin. Okay, da kann ich wohl nicht schlafen. Thanks. Kennt ihr ein gutes Hotel hier im Zentrum? Nein. Nein, ich bin nicht von hier. Keine Ahnung. Ja, leider noch kein Hotel. Ich habe jetzt 10 Leute gefragt. Jetzt haben mir alle gesagt, ich soll mal darüber ins Stadtzentrum gehen und es da probieren. Jetzt versuche ich einfach mal mein Glück. Bereits beim zweiten Hotel klappt es. Der Portier erzählt mir, dass jeden Tag Leute ohne Reservierung vorbeikommen. Ein Doppelzimmer ist noch frei. Spontan zu verreisen, eine bisher höchst aufregende Angelegenheit. Der nächste Morgen. Den dicken Pulli und die Badehose, die ich vorsichtshalber eingepackt habe, brauche ich hier nicht. Jetzt steht Sightseeing auf dem Programm. Das königliche Schloss kenne ich aus dem Fernsehen. Ich will es mit eigenen Augen sehen. Und ich habe Glück. Als ich am Palast ankomme, findet gerade die Wachablösung der Leibgarde statt. Ein Touristenspektakel. Im Anschluss will ich mir erst einmal einen Überblick verschaffen. Das Stadthaus mit seinem gut 100 Meter hohen Turm ist das Wahrzeichen Stockholms und schon von Weitem sichtbar. Von hier oben erkennt man gut die Struktur der Stadt, die sich über 14 Inseln erstreckt. Damit sind meine Ideen für das Tagesprogramm aber erst einmal erschöpft. Doch ich soll ja spontan sein und beschließe, die nächstbeste Reisegruppe anzusprechen. Entschuldigung, schauen Sie sich die Stadt an? Ja, wir machen Sightseeing. Darf ich mitkommen? Ja, wenn Sie wollen. Ich erfahre, dass die Gruppe aus Österreich kommt und innerhalb von 12 Tagen 9000 Kilometer mit dem Bus zurücklegen will. Zum Nordkap und zurück. Für die Stockholmer Altstadt bleiben da gerade mal 2 Stunden. Und ich bekomme meine erste Stadtführung. Die Spontanität hat sich bezahlt gemacht. Denn alleine hätte ich Sehenswürdigkeiten wie die kleinste öffentliche Statue Stockholms sicher nie entdeckt. Dass ich so offen aufgenommen worden bin, liegt auch daran, dass die Reiseleiterin selbst ein großer Fan von Spontantrips ist. Weil oft einmal die ganzen Vorbereitungen, was man macht, stimmt oft nicht. Bekommt man oft einmal ein falsches Bild. Und so stößt man sich einfach in nichts hinein und erfährt am meisten. Speziell von den Einheimischen. Ein Ratschlag, den ich am Abend beherzige.
Denn ich will mich ins Nachtleben stürzen, aber eben nicht in die erstbeste Bar. Von einer Gruppe Stockholmer erfahre ich, dass heute eine exklusive Modeparty steigt. Wieder darf ich mich spontan anschließen und lande so trotz strenger Gästeliste plötzlich im Café Opera auf der angesagtesten Party der Stadt. Ich muss wirklich sagen, dass ich total begeistert bin von dieser spontanen Reise, denn der Tag wäre ganz sicher niemals so verlaufen, wenn dabei nur irgendwas geplant gewesen wäre. Zeit für eine Karte an die Euromax-Kollegen. Überschwängliche Grüße aus Stockholm, verbunden mit der Frage, ob ich nicht doch ein bisschen länger bleiben darf. Natürlich ganz spontan.